Folge Nummer 272 von Simotrans. Wir sind unterwegs in Adenau. Adenau war das. Wir hatten letztes Mal hier den Geflügelhof angeguckt, die Eier und das Geflügel selber, was da hin und her transportiert werden wird. Achso, WASD, ne, ist falsch. Wir müssen hier mit Falltasten arbeiten. Wie immer mein Problem. Von dem einen Spiel zum anderen wird es dann schwierig. Und der Marktplatz, der wird bis auf die Brauerei versorgt gerade. Das Bier von hier, oder wie heißt das? Ja, 3. Es wird da nicht genug hingebracht, oder wird hier nicht sowieso... Bier ist da, Produktion ist okay. Sind da zu wenig LKWs, die das Bier dahin bringen? Verbindung. Brauerei Markt, das ist aber, glaube ich, Radolfzell, okay. Wie ist denn da der Markt versorgt? Wo ist er denn? Hier ist er. Da ist auch zu wenig Bier, ne? Das bedeutet, auch auf der Linie müsste mal ein LKW drauf. Na, benötigt Bier. Und dann nehmen wir 10 Paletten und der hat 13 Paletten. Dann nehmen wir den und einen Anhänger dazu. Ist das der? Nee, der ist schon der schickere, ne, oder? 12 Paletten, 12 Paletten. Passt schon. Und der kommt auf Verbindung Brauerei Markt. Da. Kopieren, zweimal starten. LKW Bier Adenau. Post, Hopfen, Getreide, Brauerei. Jetzt ist die Frage, was ist denn das für eine Linie hier? Da ist eine Busverbindung. Brauerei Markt hatten wir. Radolfzellmarkt, ja, das ist schon die Linie, das ist klar. LKW Bier Adenau, wo fahren die denn hin? Adenau Marktplatz, da ist es doch, aber es sind nur 2 LKWs da drauf. Dann müssen wir da mal noch was nachschießen, denke ich mal, ne? Der mit dem. Und die Linie heißt LKW Bier Adenau. LKW, da sind wir schon ein bisschen zu hoch. Da. Und kopieren. Und nochmal kopieren, weil es weiter weg ist. So. Das kann zu. Da gehen wir hin. Da fahren die rein. Okay, und hier fahren die auch rein. Auch sehr interessant, oder? Okay, ach so, hier ist das Auswahlsignal. Ja, passt, ne? Geht einfach. Egal, wo sie lang fahren. Die haben hier schon ganz schön weitergebaut, ne? Wo ist, war das B für? Ne, B war irgendwas anderes. V war die Abdeckung. Okay, hier ist noch die Abdeckung. Okay, da oben? Ne, da oben ist auch... Hatten wir ja auch letztens erst geguckt. So, jetzt haben wir ein paar LKWs mehr drauf. Jetzt müssen wir mal gucken. Haben die denn jetzt hier mehr Bier abgeliefert? Bis jetzt noch nicht. Lass uns mal den anderen halt nochmal holen. Adenau. Dahin. Schließen. Schließen. Schließen, hier reingucken. Bier gleich 0. So, Bier ist da. Ach, jetzt tatsächlich 4 Flaschen noch da. 2 Flaschen. Naja, sind Paletten, ne? Ja. Ah, da kommt wahrscheinlich gerade so ein Bier-LKW, ne? Südfrüchte drauf, alles klar. Wie sind denn mit den Südfrüchten das hier aus? Auch keine da, ne? Also Reibach, hier auf dem machen wir gerade nicht so viel, ne?
Da sind jetzt die 25 Südfrüchte angekommen. Was transportiert er hier? Eier und Backwaren, okay. Ja. Flügel ist jetzt mal genug da. Südfrüchte werden gerade alle und das Bier ist immer noch nicht am Kommen. Und was ist das für ein LKW, der jetzt hier so leer lang fährt? Wahrscheinlich. Ne, der fährt zum Geflügelhof. Okay, dann passt das ja. Das ist schon gut. Ah, hier kommt wahrscheinlich der erste LKW mit Bier. Jetzt hat er den Bus erwischt. Bier. Da kommt's. Und danach kommt noch einer. Ah, Eier und Backwaren. Da ist ein anderer. Aber hier ist noch einer. Eier und Südfrüchte, alles klar. Keine Ahnung, wo die herkommen, ne? Das war jetzt der Marktplatz in Radnau und das ist jetzt hier das Bier. Da ist es. Aber hier sind noch nicht mal Eier angekommen, ne? Doch, da sind sie jetzt. Milch kommt hier gar nicht hin. Keine Ahnung, was wir da falsch gemacht haben. Aber das liegt daran, dass das große Schiff wahrscheinlich nicht hier rüberkommt, ne? Vom Importeur müsste das ja. Liegt hier Milch? Nee. Die Milch kommt auch vom Bauernhof da hinten irgendwo. Hier ist noch eine Haltestelle, ne? Na, komm schon. Aber hier sind nur Passagiere. Der Milchwagen fährt gar nicht mehr, kann das sein? Wieso gibt es hier keinen Milchwagen? Doch, den gibt es hier, aber der fährt nicht. 11 Kubikmeter Flüssigkeit ist da. Und die haben hier Milch da. Wird aber nicht abgeholt. So, die Milch könnte von hier aus. Bauernhof Betriebshof ist hier. Importeur ist da. Ach so, okay, das passt aber schon, ne? Das heißt, hier liegt irgendwie kein Milchschiff an, kann das sein? Hm. Gibt's hier was mit Milch? MS Milch. Das liegt hier vor Ort. Wird aber nicht aufgeladen, die Milch. Weil das Schiff ein Containerschiff ist, richtig? Hier ist kein Milchschiff drauf, kann das sein? Lass uns mal in die Werft gehen. Und lass uns mal hier nach Milch gucken. Das ist unser Problem wahrscheinlich. Ja, guck's dir an, da gibt's kein Schiff, was Milch transportiert. Binnenfrachter Minna für Lebensmittel. 180 Kubikmeter, 220, ja komm, zack. Mach mal hier wieder zu und das ist die MS Milch. Zack, starten. So, und jetzt pass auf, jetzt fährt hier auch gleich der Dingens, ja, der Milchwagen wieder los. Ja, da ist er schon unterwegs. Das fehlte einfach nur das Schiff. Keine Ahnung warum. Gut, auf jeden Fall kriegen wir dann wieder Milch. Da steht nur Vieh. Jetzt muss man überlegen, wie viel 300 Kubikmeter waren das, ne? Glaube ich. Dann fährt er 30 Mal, dann ist das da auf jeden Fall. Der hat ja 11 Kubikmeter, der Milchwagen, ne? Komm mal her, Milchwagen. Bist wahrscheinlich auch schon höchst veraltet, ne? So sieht's aus. Da ist hier die Dingens. Lass uns nach Milch gucken. Da ist ein Milch-LKW. Da ist ein Auflieger.
Was haben wir denn hier jetzt? 12, 12, 17. Sonst sind sie klar. 17 und 86. Der hat 22 Kubikmeter. Okay, den mit seinen 4 brauchen wir nicht reden, dann sind es aber da 11. Es sind 18, das heißt, der Sattelschlepper hat tatsächlich mehr. Dann lass uns das mal gerade überlegen. 11 Kubikmeter. Der hat hier ein paar PS mehr, ne? Ja, komm, egal, dann nehmen wir den oder die PS und hängen den da dran, ne? Und setzen den auf die Linie her. Döbel, Milch, 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 Milch. LKW Milch war das doch, oder? Na. Irgendwas passt gerade nicht. Habe ich irgendwo wieder eine Zahl eingetragen? Ach, hier war das, okay. Welche Linie hat der? Döbelnhofhafen. Döbelnhofhafen. Daten. Der sieht gut aus, der DAF. Und den können wir jetzt seine 11 Kubikmeter dann nachher rausmustern machen, wenn er leer ist. Gut, da fährt er doch schon. Dann lass die 22 Kubikmeter unten mal angucken. Wie viel kostet denn der alte Schinken hier? Steht das hier irgendwo? Ja, 56 Cent der Kilometer. Und er hat 98 jetzt, naja. Der hat aber das Doppelte. Dann sparen wir ja sogar. Passt. Ah, das war zu spät. Redenburg-Waldhafen ist überfüllt. Gut. Also unsere Milchtour geht jetzt wieder los. Er holt jetzt Milch. Ich hoffe, der hat nur Haltlänge 1. Habe ich überhaupt wieder nicht drauf geachtet, ne? Haltlänge 1 passt. Und ist voll. Sehr gut. Hier warten jetzt gleich die 22 Kubikmeter, ne? Dass das auch prima ist. Und danach geht es dann auch schneller hoch mit 44 Kubikmeter und so weiter. Weg ist der Wagen. So, jetzt müssen wir gerade aber nochmal auf die 300 Kubikmeter sind das. Und wo ist der jetzt? Da, der braucht noch lange. Da haben wir dann die Milch dann auch darüber gebracht, denke ich mal. Das soll erstmal gut sein. Gut, mitten im Wasser. Wir gehen aber jetzt hier wieder hin, damit wir wieder wissen, wo wir waren zum Schluss. Ballett ist da. Milch läuft. Prinzip ist hier aber auch verkehrt. Wir sollten gucken, dass wir hier gucken. Die wollten bestimmt auch Milch haben, ne? Jupp, gibt's auch keine. Na, da müssen wir nachher gucken, ob die Milch nur hier hinkommt oder auch da oben hinkommt. Aber das machen wir auch in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.